So, und willkommen zurück zu meinem LS19 Projekt auf der Hof-Bergmann Map. Wie ihr seht, habe ich das Stroh hier reingefahren. Ist jetzt eine Biomasse geworden. Sind doch ein paar Tonnen geworden. Und ja, das lassen wir jetzt gern zu Kompost. Jetzt hängen wir fest. Den habe ich jetzt erstmal hier kurz hingeparkt. Und machen wir jetzt noch hier einmal hier vorne zu. So, den können wir offen lassen. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, und dann, wie ich versprochen habe, habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe Hackschnitzel gekauft und Hefe. Schon wieder den Gurt dran. So, unsere Servus. Roggenmehl ist auch fertig. Das laden wir jetzt hier drauf. Und dann werden wir gleich Brot herstellen. Jetzt geht es schon wieder los mit der Mehlherstellung. Und wir haben auch noch relativ viel Waren hier drin, 94%. Also da lügt der Lachs. Also Mehl werden wir noch eine Menge kriegen. Und aber eins am anderen, weil das Brotherstellung dauert auch ein bisschen. Wir müssen ja erst dann die Teiglinge machen. Dann kommen sie in den Ofen rein. Und dann geht's weiter. Wir werden auch noch das restliche Roggen, also ich habe das jetzt fertig gedrescht, das Feld, oder dreschen lassen. Da ist es halt jetzt so, dass das Feld, wie gesagt, das Feld ist fertig. Den Roggen, jetzt habe ich noch einen guten, oder habe ich einen vollen Anhänger, beziehungsweise noch was im Mähdrescher drin. Das werde ich, denke ich, Entschuldigung, das werde ich verkaufen. Weil so viel Roggen, wie gesagt, also da oben ist voll. Ein bisschen Roggen werde ich dann halt, was noch im Mähdrescher übrig ist, werde ich einlagern. Aber wie gesagt, so viel werden wir jetzt nicht brauchen, beziehungsweise für die Hühner haben wir noch. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was brauchen momentan. Wo sind sie? Ui. Oder unsere Enten. Ja, die könnten mal wieder ein bisschen was gebrauchen, aber ich habe ja noch da drinne was. Also, da ist in der Scheune noch was. Beziehungsweise, wenn ich hier dann noch was reinmache, den Rest. Ja, das wird noch reichen. In sich dürfte es eigentlich reichen. Plane drauf machen können. So. Das ist halt immer ein bisschen schwierig jetzt hier, auch mit den Trigger mäßig. Wenn ich jetzt zu dicht ran fahre, dann mache ich mal die Tür oder Türen zu und das ist immer doof. Dann Klappe auf. Hier, da machen wir wieder. Ah, bisschen verrutscht. So. Erstmal nehmen wir jetzt den Sack Mehl. Schütten den hier rein. Ihr seht, passt da kein ganzer Sack rein. Dann einmal voll Wasser brauchen wir. So, der kommt da rein. Den lassen wir da stehen. Oh. Und da ein bisschen mehr rein. Jetzt ist es voll. Den nehmen wir mal hier so an die Seite. Nehmen wir erstmal einmal ein kleines Päckchen Hefe. Und dann können wir nämlich schon mal mit der Produktion anfangen. Teigmaschine anschalten. So, dann werden jetzt hier Teiglinge produziert, die wir dann hier in den, na, das ist die Feuerstelle, ab dann hier in den Ofen rein. Ist auch ein bisschen tricky hier mit. Hier haben wir sogar noch Brotkörbe. Gut, ich habe jetzt keine gekauft. Gut, dass welche hier sind. Die
Das Ding, Mehlsäcke werden wir jetzt hier einlagern. Erstmal. Beziehungsweise auch die Hackschnitzel. Ah. Kommen dahin. Vielleicht werde ich auch demnächst Hackschnitzel selber produzieren. Ich weiß nicht, ob man dafür gut Geld kriegt, beziehungsweise Hackschnitzel sind halt so zum Kaufen schon teuer. Ich weiß es jetzt gleich. Ich meine, die wären relativ teuer. Ja, 300 pro Sack, ne? Das ist halt schon mal ein bisschen was und man braucht nicht wenig davon. Also verkehrt wäre es nicht, wenn wir Hackschnitzel für unsere Produktion selber herstellen. Heißt also, müssen wir demnächst wieder ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Holz machen. Oder auch mal vielleicht mal Bäume pflanzen in unserem Bildchen, was wir da haben. Und so, da können keine Hackschnitzel. Falsch geguckt. So. Hefe. Wie gesagt, dichter kann ich nicht dran fahren, aber sonst mache ich nachher das Tor als auf und zu oder stehe irgendwo mitten in den Trigger drinne. Also das ist immer sehr, das ist ein bisschen doof. Zwar schön und gut, dass man hier alles öffnen kann und sowas, das macht, ist auch richtig cool gemacht. Aber es halt manchmal ein bisschen blöd, wenn du dann halt irgendwo stehst. Wie auch hier, dann die Brote rein und raus machen, das ist auch nicht so einfach. Na da, gucken wir da, können wir jetzt noch so einen Sack reinschmeißen. Also einen haben wir schon drin. Ah. Hängen wir dran fest. Hey. Und jetzt mal gucken. Wann. Oh ja, hat funktioniert sogar. Ja gut. Ja, oder? Na, aber ist es im Weg? Bin ich im Weg? Ja. Ich stand im Weg. Na? Was ist denn der Backofen? Ich weiß aber nicht, wie viel drin ist. Juicy Master. Naja, und wie ihr seht, hier ist der erste Teigling. Aber die lassen wir erstmal einmal komplett durchkneten. Dann reicht das nämlich einmal für den ganzen Backofen da. Kümmern wir uns jetzt erstmal hier um den Rest an der Backhefe. Wenn wir jetzt alle einlagern. So, letzte Päckchen. Zack, auch reingemacht. So, wie sieht es denn bei unseren Entis aus? Haben sie dann wieder ordentlich Eier produziert? Oh ja. Aber ich glaube,
Das hier stelle ich mal hier hin. Wir fahren erst einmal da ins Fahrzeug einsteigen. Ihr seht, guck, wir haben einmal voll. Das ganze metrische steht, glaube ich, auch ja, ein bisschen was ist noch an Stroh bzw. an Roggen stehen geblieben, aber naja, er wollte jetzt halt nicht wirklich jeden kleinen Fitzelchen aufheben. Und ich denke, das ist okay. Auch wenn es in der Realität vielleicht ein bisschen anders ist. Uiuiui, drückt der Anhänger. Ja, guck dir, der ist ja auch noch mal fast voll. Der Mähdrescher gewesen. Wenn das dann gleich reinläuft, noch die letzten paar Prozente. Können wir ja mal gucken. Wie war das denn nochmal? Mal das. Wo ist es denn da oben? Ach, hier. Pferdehof Fuchshausen. Das müsste eigentlich Familie, ne? Eine Farmerhaus, das müsste eigentlich hier unten sein, ne? Pferdestall. Also ich würde jetzt einfach mal auf Verdacht hier runterfahren zu dem Pferdehof. Auf Verdacht. Ich kann ja mal besuchen. Ja. Hey. Egal gerade. Ach ja, hier unten. Pferdehof. Den besuchen. Und der heißt, gibt's hier einen Namen? Ortsschild. Ist das Fuchshausen? Nee, es ist hinter Tupfingen. Wenn das hier mal beschriftet wäre, der Pferdehof hier. Aber hier gibt es ja auch keinen Trigger oder so, ne? Das war ein Riesenhof und so. Aber hier gibt es auch keinen Trigger. Das ist ja die Obstplantage. Wie heißt? Oder ist das der hier? Ah, ich habe ihn gefunden. Das ist das schon mal gut. Dann steigen wir da ein und fahren zu Pferdehof Fuchshausen. Ist ja nicht weit von hier aus. Wie gesagt, das werden wir noch abladen. Dann werde ich das Feld wieder bearbeiten. Ich denke mal, diesmal werden wir wieder Soja drauf machen, weil es einfach vom Geld her mehr Geld bringt. Und da ich ja halt noch das da oben das Grundstück dann kaufen möchte, also die Gemüseplantage, da wird dann noch ein bisschen Geld drauf gehen. Also dafür braucht man ein bisschen Geld und deswegen denke ich mal, Sojabohnen erstmal sind wieder in Ordnung. Und dann mal gucken, was wir noch. Ah, die Bremsen ziehen nicht. Oder ist einfach zu viel Gewicht hinten drauf. Ja gut, 21 Tonnen, ne? Ist schon mal an Bord. So, ich denke mal, der Trigger, das ist da hinten das. Der Verkaufstrigger. Uiuiui. Naja, kriegen wir aber hin.
Wäre doch gelacht. Aber wenn es jetzt vorne mit Drehschieben wäre, das hätte ich jetzt nicht reingekriegt hier. Uiuiui. Das sieht doch schon mal gut aus. Da lübt doch der Lachs. Ja, das läuft. Das gefällt mir doch. 34.000. Nicht schlecht. Für 21 Tonnen. So. Aber ich sehe schon wieder, dass es die Zeit läuft und läuft und läuft. Wir haben schon wieder gar keine Zeit mehr. Die Folge ist schon wieder so gut wie rum. Oder ist eigentlich schon rum. Wir haben wieder unsere 15 Minuten schon überschritten. Bei der letzten Folge waren es ja auch 18. So. Aber ja, letzte Folge habe ich ja auch heute aufgenommen. Das ist für heute auch jetzt die zweite Folge und die letzte Folge. Wie gesagt, ich möchte halt schon gerne vorproduzieren, aber dann sind wir halt nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Jo, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Einen Daumen hoch. Natürlich, wenn es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen runter. Könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich wieder ein bisschen ein paar Kleinigkeiten, ein bisschen Feldvorbereitung. Warte, bis das Brot fertig ist und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge so treiben würden. Also bis dann.